Oh, schönen guten Morgen. Wir starten mal so zur Dreamhack. Und ich glaube, wir haben etwas viel Gepäck dabei. Da, da und die gute Maddy hat auch noch ganz viel. Mal schauen, wie wir durchkommen, wie es so wird. Bis später. Guten Tag. Wir sind jetzt irgendwo im Osten. Senior. Ich weiß es auch nicht. Nee, aber es gibt Schnee. Schnee gibt es schon mal. Und ich glaube, wir brauchen noch ein Stündchen oder so, nachdem wir anderthalb Stunden im Stau standen, weil sich ein LKW quergestellt hat, auf freier Fläche, ohne Regen, ohne Schnee, ohne alles. Wie man das auch immer schafft. Ja, wir sind bald da. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kommen wir ja noch gut durch. Ansonsten melde ich mich dann wieder, wenn wir dann irgendwann im Hotel und auf der Dreamhack waren, sind irgendwie sowas. Keine Ahnung, mal schauen. Wir sehen uns dann. Tschüss, tschüss. Tschüss, zum Anziehen hab ich alles bereit. Ich putze mir die Zähne, kämme mir das Haar, wasche mein Gesicht und schon bin ich ansprechbar. Nur was hab ich vergessen? Ich brauch noch was zu essen. Mutti, 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 bitte, 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 spiel mir eine Schnitte. Nach über 6,5 Stunden Fahrt sind wir dann auch mal angekommen. Das Hotelzimmer ist das gleiche wie letztes Mal. Das zeige ich euch dann morgen, wenn wir ein bisschen mehr Licht haben und wir wieder ein bisschen mehr auf dem Damm sind. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch auf die Dreamhack gehen und mal gucken, wen wir dann noch so alles treffen. Und dann sind wir natürlich noch auf der Party. Genau, danke für die Erinnerung. Mal schauen, wie es dann wird und wir sehen uns dann später von der Dreamhack oder so. Bis dann, tschüss, tschüss. So, nach dem ersten Ausflug auf der Dreamhack sind wir jetzt auf dem Weg zur Party, nachdem wir im Hotel waren. Da hinten läuft schon der Rowdy und da springt der Eisi. Guten Morgen, Eisi. Na, schon besoffen? Hi. Na, es geht. Du hast ja schon auf der Dreamhack vor und nicht vorgetankt. Nee? Joa. Ja. Ja, und jetzt geht es los wieder zur Party von XMG zurück. Mal gucken, wie es da so wird und wir sehen uns einfach später. Tschüss, tschüss. Guten Morgen. Es ist Samstag. Der zweite Tag der Dreamhack. Ja. Ich bin müde. Wir waren zu lange auf der XMG-Party. Mussten dann noch ein Stück laufen. Ich dachte erst, ich habe mich erkältet, aber da bin ich ja eh schon. Jetzt geht's gleich erstmal los. Was frühstücken und dann ab wieder zur Dreamhack. Von da melde ich mich dann. Guck, was heute so ansteht. Cosplay-Contest habe ich gesehen und
Dann sind da noch so andere Sachen irgendwie. Ich glaube, heute Abend ist diese Twitch-Partner-Party, Partner-Party, Partner-Partner-Party oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und dann ist noch, ja, der Cosplay-Contest. Das ist halt wirklich das, was mich auch am meisten interessiert. Da nehmen viele Freunde von mir teil. Und da bin ich auch am meisten gespannt drauf. Und dann gucken wir mal, wen wir noch so treffen. Schmoch ein paar Videos. Jo. Und morgen schon von der Zimmerfrau hier geweckt worden, ey. Boah, RIP. Ja, wir sehen uns dann, wenn die da ein bisschen auf sind, hier die Augen und dann. So, jetzt sind wir endlich auf dem Weg zur Dreamhack. Damit ihr auch mal das Messegelände von außen seht. Da, ja, gar nicht mal so schön. Da lachen die. Die sind K.O. Die sind richtig RIP. Mal gucken, was heute noch so geht. Bis später. So, und für den Freitags-Chris, ja. Immer gut zu, Johnny, vom Freitag. Es gibt hier Schnee. Ja, ein schönes Auto. Zugeschneit. Es gibt hier Schnee. So, ich habe drin nichts mehr gefilmt, weil einfach alles relativ tot war. Deswegen ist der Sonntag relativ low bei mir. Guck mal, das ist der Eisi, der muss mal wieder smoken. Hi. Was? Ich rauche nicht. Was? Nein? Ach so, nein. Ja, genau, wir rauchen überhaupt nicht. Wie war es für dich? Alles super, ich bin bloß total platt. Gestern Abend war noch Karaoke. Richtig geil. Ich habe schon gesagt, keine Ahnung, warum es davon keine Filmaufnahmen gibt. Ich kann mich auch an nichts mehr erinnern, was da stattgefunden hat. Und wir sind ja auch Gentlemen's, wir haben ja das Gentlemen's Agreement, was richtig in der Karaoke-Bar passiert, das bleibt in der Karaoke-Bar. Und oh, ja. Das brauchen wir gar nicht weiter kommentieren, oder? Richtig, ja. Aber gut, war richtig gut. Ja, bestimmt. Vielleicht aber auch nicht, weil wir verraten es ja nicht. Man weiß es nicht, genau. Nee, also das wird ein ewiges Geheimnis. Es ist ein Mysterium. Ja, es ist, vielleicht findet es irgendwann Ayman Abdallah raus. Ich wollte es auch gerade sagen. Ja, und das Ayman Galileo Abdallah. Mystery Team.
Oder die Illuminaten. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Vielleicht sind wir auch die Illuminaten. Psst. Oh, ich meine natürlich nicht. Natürlich sind wir das nicht. Wir sind die von den Freimaurern. Kappa. Kepo. Na gut, also wir haben jetzt noch 6,5 Stunden Heimfahrt vor uns. Du hast wie viel Stunde? Circa 1,5. 1,5, ja, guck. Das ist ja gut jetzt. Was ist da denn los hier? Gucken wir mal, was ist da denn? Da. Da laden die irgendwas aus. Ja, ist schon das nächste Event. Irgendwas mit Luxuskarren und Lasertag. Ey! Was war das, junge Frau? Dann okay, ich melde mich an dieser Stelle ab, weil jetzt jemand sterben muss. Wir sehen uns später. Falls ich Blut irgendwo haben sollte, ich war's nicht. Tschüss.